Bank Austria Kunstforum. Die Podcast-Reihe des erfolgreichsten Ausstellungshauses Österreich. Präsentiert von Manfred Horak. Frida Kahlo ist die mit Abstand bekannteste Malerin Mexikos, wenn nicht sogar Lateinamerikas. Ihre Bilder wurden von der mexikanischen Regierung offiziell zum nationalen Kulturgut erklärt. Ihr Ganzkörper-Selbstbildnis Roots erzielte im Mai 2006 einen Versteigerungserlös von 5,6 Millionen US-Dollar und gilt damit als das bislang teuerste Bild eines lateinamerikanischen Künstlers. Frida Kahlo hat knapp 150 Gemälde hinterlassen, also ein vergleichsweise kleines malerisches Œuvre einer Künstlerin, die längst schon auch als Marke, als Warenzeichen und als so frenetisch multiplizierte Ikone gilt, deren Leben letztendlich auch vor wenigen Jahren Hollywood aufgearbeitet hat. Dennoch gab es in Europa bisher keine umfassende Werkschau. Jetzt aber. Nach der Frida Kahlo-Retrospektive im Martin-Gropius-Bau in Berlin, die einen enormen Publikumsantrag auslöste, ist die Frida Kahlo-Retrospektive von 1. September bis 5. Dezember 2010 auch im Bank Austria Kunstforum in Wien zu sehen. Mehr als 60 Gemälde und 80 der wichtigsten Arbeiten auf Papier wurden zusammengetragen und machen diese Schau zu einer der bedeutendsten in der Ausstellungsgeschichte der mexikanischen Künstlerin. Diese Aussage bekräftigt auch Ingrid Brucker, die Direktorin von Bank Austria Kunstforum, und erklärt in Folge auch, was es so schwierig macht, eine umfassende Werkschau von Frida Kahlo zu zeigen. Es ist nicht nur die erste Ausstellung in Österreich, sondern mit die bedeutendste Frida Kahlo-Ausstellung, die es jemals gegeben hat. Ich sage mal, es wird nicht mehr zustande kommen in dieser Größenordnung, in dieser Bedeutung. Die Ausstellung hat an die 60 Gemälde, wenn man bedenkt, dass sie nur knapp 150 Gemälde gemacht hat, vieles davon verschollen ist, haben wir einiges auch wieder gefunden, ist das sehr viel. Dann 90 Arbeiten auf Papier, wunderbare Blätter, vieles zum ersten Mal überhaupt zu sehen und eine großartig kuratierte Sektion von Fotografien. Also nicht nur diese Ikonen, die wir kennen, die ihr New Yorker Geliebter Murray von ihr geschossen hat, sondern auch Sachen aus dem Familienarchiv. Hier hat Christina Kahlo, das ist Fridas Großnichte, die Archive geöffnet und das zusammengestellt. Warum hat es, glauben Sie, so lange gedauert, dass man eben das Gesamtwerk sozusagen von der Frida Kahlo hier sehen kann? Weil es wahnsinnig schwierig ist, eine solche Ausstellung zu realisieren. Also es ist wirklich, ich muss sagen, diese 3 Jahre, in denen wir an der Frida Kahlo gearbeitet haben, waren wirklich das Ungewöhnlichste, was ich jemals in Richtung Ausstellungsmachen erlebt habe. Es sind die Arbeiten ja kaum in Europa, auch nicht in Museen, sondern in Privatsammlungen in Mexiko und in den Vereinigten Staaten. Sehr schwierige Leihgeber, komplizierteste Verhandlungen. Dann kommt natürlich dazu, dass Frida Kahlo mexikanisches Nationalheiligtum ist. Also hier muss auch sehr viel auf politischer Ebene passieren. Die Ausstellung wurde vor 3 Jahren in das mexikanisch-österreichische Kulturabkommen genommen. Das war sozusagen in dieser politischen Hinsicht der erste Schritt, der erste wichtige Schritt. Mexiko feiert heuer ein doppeltes Jubiläum und es ist für die Mexikaner auch der große Event im Ausland. Our love can hardly have a name, there is no way to say it. Diego is the river to the ocean of my soul. I need him near me. My skeleton inside tells me the time to live is now. The pink fruits are cut open and fruit are like flowers waiting to be chosen. Painting is the only skill I have. I paint flowers so they will not die. That way, no matter what the pain, life is worth living. If I were dying, I'd be thinking of Diego. That's the only way I'd part from him. If I were dying, I'd be leaving with Diego. Es gibt
einige Gemälde, Arbeiten in der Ausstellung, die auf Diego ansprechen. Man wird ihn auch in Porträts sehen. Man wird sozusagen die Geschichte der Carlo und des Diego Rivera in den Bildern verpackt finden, aber es gibt keine Arbeiten von Diego. Pink fruit are cut open, they are needing to be taken. A natural is a viva, painted in my bed, where my broken body rests. Painting is the only skill I have. I paint flowers so they will not die. That way, no matter what the pain, life is worth living. If I were dying, I'd be thinking of Diego. That's the only way. If I were dying, I'd be leaving with Diego. Painting is the only skill I have. I paint flowers so they will not die. That way, no matter what the pain, life is worth living. Life is worth living. Also ich glaube, das Spannende ist wirklich, dass sich hier die Biografie mit dem Werk verlappt. Und es ist bei Frida Kahlo schon so, dass die Biografie immer wieder in den Vordergrund gezerrt wird. Wir haben entdeckt, dass sie einfach auch eine großartige Künstlerin ist, die wie wahrscheinlich kein Künstler jemals etwas gekonnt hat, nämlich im Leben den Tod überwinden und das auch in ihren Bildern auszudrücken. Es ergibt sich dadurch ein unglaubliches Identifikationspotenzial für eine breite Masse. Frida ist heute ein Superstar, eine internationale Pop-Ikone. Sie ist eine Schirmfigur gewesen und nach wie vor des Feminismus und des Postfeminismus. Ist aber wirklich auch eine Person, mit der sich irgendwie alle identifizieren können. Egal ob Frau oder Mann, Kind oder ältere Menschen. Frida Kahlo ist in ihrem Leben und ihrem Werk unglaublich berührend. Sie ist ja ihr ganzes Leben lang in Schmerz gestanden, körperlich und psychisch. Sie hat sehr komplizierte Beziehungen gelebt. Sie war auch eine große Verführerin und hat auch in diesem Verführen dieses körperliche Gebrechen überwunden. Das stellt sie auch dar. Sie ist eine unglaublich differenzierte Persönlichkeit und auch eine unglaublich differenzierte Künstlerin. Und man kann, wenn man diese Arbeiten sieht, sich eigentlich schwer entziehen. A shade of pain, a body ripped apart, a broken heart raging like fire in an iron frame. And here you are, the man who's loved me more. Hurt me more when passion outbalanced your shame. Oh, could I've resisted comfort I missed, a promise of ecstasy, made my body dream, wrung from agony. In spite of ourselves, I can see.
love you for what you are not, for what you are not. In spite of ourselves, I can see. Ihr persönliches Lieblingsmotiv oder Bild? Na, es gibt mehrere, es sind natürlich die Selbstporträts. Und da gibt es in der Ausstellung eine wunderbare Reihe der großen Selbstporträts und die sind so fantastisch und so ikonenhaft gesetzt und auch so bunt und so, so vielsagend. Ich meine, sie sind auch so traurig teilweise und trotzdem bietet sie immer einen Ausweg an, indem sie sich selbst ins exotische Paradies malt. Wir mögen natürlich Exotismus und Paradiese. Sie lädt uns ein, in diese Paradiese zu gehen und mit ihr dieses Leid irgendwie zu teilen und zu überwinden, also sozusagen wirklich das Sterben zu überwinden. Und es stellt sich ja auch immer die Frage, wie ist denn das irgendwie mit dem Sterben unter Frieda, die ihr ganzes Leben lang damit konfrontiert war und das ja auch immer wieder in ihren Bildern verarbeitet hat. Und ich denke, sie hat wirklich hier einfach dieses Sterben im Leben durch ihre Kunst und durch ihre Inszenierung überwunden. Ich habe das anfangs schon gesagt, ich kenne keinen Künstler oder keine Künstlerin, die das konnte. Sie kann das. Darum mögen wir sie auch so gern. Darum nehmen wir einfach teil und freuen uns, weil es einfach in diesem Schmerz und in dieser Trauer und in diesem Leiden eine große Sehnsucht gibt, die sie auch erfüllt und die hier gestillt wird. Und was haben die Leute heute mehr im Gedächtnis? Ihre Selbstbildnisse sozusagen als Charakterstudie letzten Endes? Also auf dem, ja, es sind sicher die Selbstbildnisse. Oder auch das politische Engagement von ihr? Nein, ich glaube, es ist beides. Es ist die Biografie, aber hier natürlich auch die persönliche Biografie. So Geschichten wie wilde Liebesgeschichten interessieren natürlich irgendwie alle. Es interessiert noch einmal alle, wenn jemand einfach so stark ist, dass er etwas überwindet, was er eigentlich gar nicht überwinden dürfte. Sie hatte diesen schweren Busunfall und also wirklich aller medizinischen Voraussicht zum Trotz hat sie wieder laufen gelernt. Und das fasziniert die Leute. Und dann sind es natürlich ihre Bilder, weil noch einmal, man sieht sie und man vergisst sie nicht. Sie sind wahnsinnig stark, magisch fast, intensiv. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Sie ist natürlich irgendwie unglaublich auch verhaftet in der Kunst ihrer Zeit. Das heißt, es ist ja jetzt keine Künstlerin, die, weil sie in Mexiko ist, keine Ahnung hatte, was sonst passiert. Sie ist wirklich Teil der internationalen Avantgarden, etwa wenn man sie vergleicht mit den Surrealisten der zweiten und dritten Stunde. Also hier gehört sie einfach hinein, das kannte sie auch. Ja? Und hier gibt es natürlich dieses Streben nach dem Enigmatischen, nach dem Verschlüsselten, Verschachtelten, Verrätselten. Und so ist Friedas Bildsprache wirklich voller Symbolik und Wortspielen und Spielen mit eben so Zeichen, die man immer entschlüsseln muss. Und es ist wirklich wie eine eigene Bildsprache. Das ist natürlich ein surreales Element in dem Ganzen. Oder etwa auch, dass sie, und auch das zeichnet sie als Zugehörige zur Avantgarde aus, dass sie in dieser Halbnaivität eigentlich eine Kunst der Kunstlosigkeit angestrebt hat, die der Moderne und ihren Avantgarden insgesamt inhärent ist.
Und in dieser Kunst der Kunstlosigkeit, wo es viele Möglichkeiten gibt, sozusagen das zu verwirklichen, hat sie natürlich das Halbnaive, die Volkskunst, die Träume, all diese Dinge aufgenommen. Und auch hier kommt es dann natürlich wieder wie auch in der Volkskunst, ja, zu so weiter spinnenden Sachen, so fast halluzinatorisch ergibt sich eines aus dem anderen. Aber das ist wirklich, denke ich, auch ein Beitrag zum Kapitel irgendwie der Kunst der Moderne, dass sie das gemacht hat. Nicht eine sozusagen, weil sie nicht anders konnte. Ja. Gibt es auch irgendwie Theorien, ob sie eine derart aussagekräftige Malerin geworden wäre, wenn sie diesen Unfall nicht gehabt hätte, diese schweren Verletzungen? Ja, also ich meine, das ist natürlich irgendwie ein Problem irgendwie der Psychologie, wenn man irgendwie so möchte. Jeder Künstler oder jeder, der produziert, produziert Produkte, die ein Produkt dessen sind, was sein Leben ausmacht. Und wenn man sich bei Frida wirklich einmal anschaut, ihre Themen, ja, dann sind das einfach Themen, die unmittelbar mit ihr und mit dem von ihr Erlebten zu tun haben. Sie malt ihr Leben, ihre Gedanken, ihre Träume in diese Bilder. Es gibt natürlich auch politische Anspielungen, das ist ganz klar. Aber es ist die eigene Biografie und die Überwindung der Probleme, die dieses Leben gestellt hat in der Malerei, dass hier zur Sprache kommt. Und so gesehen wäre Frida Kahlo nicht Frida Kahlo, wenn sie nicht dieses Leben gehabt hätte. Das ist ganz klar. Aber das wäre auch Van Gogh nicht und das wäre auch Picasso nicht. Jede große Kunst ist sozusagen nicht umzubringen. Ich meine, es gibt dann immer Moden der Geschmäcker und es gibt natürlich einen Kunstmarkt, der sich irgendwie nach diesen Moden irgendwie richtet, wird natürlich vor allem irgendwie wirksam bei zeitgenössischer Kunst, aber natürlich auch bei älterer Kunst. Aber ich glaube, da steht die Frida schon lange drüber. Also ich meine, es wird heute auch niemand mehr fragen, warum ist Schiele oder warum sind all diese großen Namen einfach Dauerrenner, ja, weil es halt einfach auch schon verinnerlicht ist, dass sie Dauerrenner sind. Also man wird einfach diese Kunst nicht mehr in Frage stellen. Thank you and good night.